dazu. Gut, jetzt legen wir direkt weiter mit dem nächsten Kurzvortrag von unserem Architekten Thomas Bertram zum Thema nachhaltiges Bauen mit Holz. Holz ist ein toller Werkstoff. Ich bin froh, dass ich mit Holz zu tun habe, auch bei AkzoNobel. Wir können jedes Holz beschichten, innen, außen. Und der Herr Bertram wird uns ein bisschen mehr dazu erzählen, warum Holz Nachhaltigkeit ist oder darstellt und warum wir mit Holz bauen sollen. Vielen Dank. Sehr gern. Also fast nahtlos setze ich den Vortrag fort und beschäftige mich nun mit nachhaltigem Bauen mit Holz. Als Architekt und Sachverständiger habe ich oft mit Holzkonstruktionen zu tun und mit Nachhaltigkeit, in erster Linie als Energieberater. Nachhaltigkeit ist ein sehr wichtiger Begriff, der inzwischen auch weit verbreitet und voll etabliert ist. Der stammt ursprünglich aus dem Erzgebirge, ursprünglich aus der Holzwirtschaft, wo Karl von Karlowitz 1713 sein Buch geschrieben hat über die Holzwirtschaft. Das war der Anlass war, dass die beginnende Erzverhüttung im Erzgebirge dazu führte, dass viel zu viel Wald eingeschlagen wurde und man musste sich einfach nach einer Möglichkeit umsehen, den Wald zu erhalten. Da hat er also den Begriff der Nachhaltigkeit zum ersten Mal verwendet. Heute ist die Nachhaltigkeit so weit in unsere Welt eingetreten, dass sie in der Justiz, in der Rechtsprechung, besonders im Umweltrecht, ein festgeschriebenes Prinzip ist. Und sie erscheint auch im Grundgesetz, im Artikel 20a. Die Nachhaltigkeit ist da gefordert als Verantwortung, die wir in unserem Handeln für die folgenden Generationen übernehmen müssen. Sie lässt sich eigentlich sehr einfach in zwei Sätzen beschreiben. Nachhaltig ist, wenn man nicht mehr Ressourcen verbraucht, als sich in unserer Umwelt erneuern. Und wenn man die Umwelt nicht über die Abbaukapazität der Ökosysteme hinaus belastet. Gebaute Nachhaltigkeit umgibt uns allseits. Das ist zunächst mal nichts Neues. Und ich denke dann immer hinterher, weiß man es immer besser. Also wir brauchen uns nur umzusehen und dann sehen wir sehr viel gebaute Nachhaltigkeit. Oft mit Holz, Fachwerkgebäude. Und dann sind natürlich auch Bauelemente zum Teil sehr nachhaltig. Also weil wir auf der Fensterbaufrontale sind, habe ich ein Fenster aus dem Projekt in Remscheid mitgebracht. Das Fenster ist 150 Jahre alt und es begrenzt nach wie vor einen sehr schön eingerichteten Wohnraum und es funktioniert tadellos. Wenn wir heute nachhaltig bauen wollen, müssen wir uns über sehr viel mehr Sachen Gedanken machen, also Dinge, die früher selbstverständlich waren, sind heute lange nicht mehr selbstverständlich und andere Dinge sind sehr wichtig geworden. Also vor 150 Jahren hat man Müll bestimmt noch nicht als Rohstoff betrachtet. Und möchte ich gerne den grundsätzlich konventionellen Bau mit einem energetisch optimierten, nachhaltigen Bau vergleichen. Das wird auch später noch mal wiederkommen im Vortrag. Und dazu umfasse ich erstmal die Prinzipien des nachhaltigen Bauens. Also nachhaltig zu bauen bedeutet die Minimierung des Verbrauchs von Energie und Ressourcen in allen Lebenszyklusphasen des Gebäudes. Also wir versuchen beim Bau im Betrieb möglichst wenig Energie einzusetzen. Wir versuchen den Verbrauch der Betriebsstoffe zu minimieren. Wir setzen wiederverwendbare Baustoffe ein und wir versuchen die Transportkosten
zu minimieren. Also möglichst geringe Gewichte in unseren Baustoffen zu haben und möglichst kurze Wege zu beschreiten. Außerdem achten wir bereits bei der Planung auf die Wiederverwertbarkeit, also auf mögliche Nachnutzungen des Gebäudes, um das länger, um die Betriebsphase zu verlängern, um es länger in Betrieb zu halten. Und dann achten wir darauf, dass wir die Baustoffe möglichst gefahrlos wieder in den Stoffkreislauf zurückführen können. Wir schonen die Naturräume bereits in der Planungsphase, versuchen wir, die eingesetzten Flächen zu minimieren. Wenn wir das beachten und intelligent einsetzen, dann wird ein nachhaltiger, energetisch optimierter Bau ungefähr 40% weniger Energie und Ressourcen in seinem Lebenszyklus verbrauchen als ein konventioneller Bau. Das nachhaltige Bauen wird über verschiedene Regelwerke messbar gemacht. Also man unterscheidet die ökonomische Messbarkeit, also nach DIN EN 16627, wo Kosten, Bauzeit, Baufolgekosten, Betriebskosten, Rückbaukosten eingerechnet werden. Man bewertet das Gebäude ökologisch, also umgangssprachlich die Ökobilanz. Hier fließen ein der Flächenverbrauch des Gebäudes, die Baumaterialien, deren Treibhauspotenzial, Versauerungspotenzial und wie viel das Gebäude im Betrieb verbraucht und der Einsatz von Energien. Der dritte Bewertungsmaßstab ist die soziokulturelle Bewertung, wo es eigentlich darum geht, wie viel das Gebäude dem Benutzer bringt. Wir haben das früher als bioklimatisches Bauen bezeichnet, also Baustoffe einzusetzen, die dem Nutzer möglichst wenig Emissionen bringen, die ihn eine angenehme Akustik, eine behagliche Aufenthaltsqualität liefern. Jetzt geht es mir um den Baustoff Holz. Warum ist Holz besonders nachhaltig? Dazu möchte ich Ihnen zunächst zwei Massenbeziehungen vorstellen. Also, ich habe mich gefragt, wie viel Holz wächst denn in Deutschland pro Jahr nach? Da habe ich die Zahl 120 Millionen Kubikmeter gefunden. Und um zu verdeutlichen, wie viel das ist, habe ich mir ausgesucht, wie viele Wohngebäude 2014 genehmigt wurden. Das waren auch ungefähr 120 Millionen Kubikmeter. Und um die aus Holzbaustoffen Holztragwerken mit Holzausbaustoffen zu errichten, hätte man 12 Millionen Kubikmeter fertige Baustoffe gebraucht. Um die wiederum aus geschlagenem Holz herzustellen, hätte man 20 Millionen Kubikmeter Holz einschlagen müssen. Und was ich jetzt interessant finde, ist, wenn also der gesamte Wohnungsbau im Jahr 2014 aus Holz hergestellt worden wäre, dann wäre er heute schon 6- oder 7-fach nachgewachsen. Also das ist die erste Zahlenverbindung, die ich gerne vorstellen möchte. Und die zweite ist, wie ist das eigentlich mit dem CO2-Binden? Also das kann man nur schätzen, weil jede Pflanze hat ein anderes CO2-Bindungspotenzial. Aber man kann so über den groben dicken Daumen sagen, wenn 10 Kubikmeter Holz nachwachsen, dann bindet das 7,5 Tonnen CO2. Und diese 7,5 Tonnen CO2, das ist ungefähr das, was ein Einfamilienhaus im Jahr produziert oder was ein Auto produziert, wenn es 30.000 Kilometer fährt.
den Holzbau mit dem konventionellen Hochbau zu vergleichen, das wurde ja sehr genau in Österreich gemacht. Ich habe das in Teilen übernommen aus einer österreichischen Studie von ProHolz Austria, die immer Zwillingsgebäude zu konventionellen Bauarten aus mineralischen, metallischen, synthetischen Baustoffen, aus Holz simuliert haben und dann herausgefunden, wie viel wiegt das Gebäude. Also ein Holzgebäude wiegt eigentlich nur ungefähr die Hälfte von einem konventionellen Bau. Dann geht es ums Treibhauspotenzial. Das Ausmaß an gebäudebedingten Emissionen, die das Treibhausklima fördern, reduziert die Bauweise mit Holz um 60-70%. Und letztendlich der Primärenergieverbrauch, das muss man sich so vorstellen, also der ist bei Holz auch deutlich niedriger, weil was bei Stahl der Hochofen oder beim Ziegel der Brennofen ist, das ist bei Holz Sonne. Also der komplette Energiebedarf, um den Baustoff herzustellen, ist wesentlich geringer bei Holz als bei vergleichbaren anderen Baustoffen, die man zum Tragwerk und zur Hülle einsetzen kann. Dann unterscheiden wir noch zwischen erneuerbarer Energie und nicht erneuerbarer Energie. Und da ist in erster Linie der Effekt, dass das eingeschlagene, bearbeitete Holz CO2 speichert und die CO2-Emission bei der Entsorgung, bei der Verbrennung entsprechend 70, 80 Jahre nach hinten verlangert, dann kann man auch sagen, dass daraus erklärt sich, dass der Anteil an erneuerbarer Energie bei Holzbauten viel höher ist als bei konventionellen Bauten. Ganz besonders nachhaltig ist die Sanierung mit Holzbaustoffen und Holzbauteilen. Also wenn ich einen Rohbau wiederverwende, den komplett entkerne, nur das wegwerfe, was ich nicht mehr brauche, auf die nahe Deponie mit geringen Transportkosten und das, was ich wiederverwenden kann, an Rohbau wiederverwende, dann habe ich eine enorme Nachhaltigkeit erzeugt, weil ich habe für meinen Rohbau überhaupt keine neue Energie eingesetzt, dafür, dass er da steht. Dann kann ich im erweiterten Rohbau hergehen und kann den mit energieeffizienten Bauelementen aus Holz verkleiden. Ich kann Holzfenster einsetzen und kann eine hölzerne Verkleidung einsetzen, natürlich wärmegedämmt. Die Wärmedämmung kann auch wieder aus Holzbaustoffen sein. Also ich kann den Anteil an Sanierungsbaustoffen aus Holz sehr hoch auslegen und dann nutze ich die Nachhaltigkeit des Materials für meinen erweiterten Rohbau und schließlich für den Innenausbau, klassische Innenausbaubereiche, der Holzboden, Holztüren, Treppenbelege, die werden bei den besonders effizienten Konstruktionen noch durch Wandverkleidung oder Deckenverkleidung aus Holz bereichert, erweitert. Zum Ende habe ich eigentlich ganz plakativ ein Gebäude von Encore-Heureux-Architekt abgebildet. Und das besteht nun ausschließlich aus wiederverwendbaren Baustoffen. Also, da sind zum Beispiel diese Welle, die man da oben im Dachbereich sieht, die besteht aus ausgebauten Türen des Wohnungsbaus. Das ist natürlich jetzt nachträglich wetterfest beschichtet, aber der Grundstoff ist wiederverwendet. Die Stützen sind wiederverwendet, die Eingänge, die Basisplatte auch.
Das Gebäude stand vor dem Pariser Rathaus und hat da eine Ausstellung beherbergt. Anschließend wurde es abgebaut, in den Zwischendienst als Vereinsheim einem Pariser Sportverein. Und ich denke, das ist ein sehr gutes Beispiel für nachhaltiges Bauen. Nachhaltiges Bauen als Schluss mit Holz ist durch Geschichte belegt, es ist nötig, es ist messbar möglich, preisgünstig, langlebig, es ist gesund und bereichert die gebaute Umwelt in anregender Weise. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Herr Bertram. Ganz viele interessante Fakten über den Werkstoff Holz, welche Möglichkeiten man damit hat. Und wenn das keinen überzeugt hat, weiß ich es nicht. Wie gesagt, nochmal zum Schluss vielleicht zu erwähnen, dass wir alles beschichten können im Außen-, im Innenbereich. Wir haben die passenden Produkte, die sehr beständig sind, die auch nachhaltig sind und auch gesundheitlich unbedenklich für Innenräume einzusetzen. Vielen Dank.